Der Historiker Heiko Pannbacker hielt im Graf Anton Günther Saal einen sehr nachdenklich stimmenden Vortrag über das Kriegsende in Jever und die Vorgeschichte anhand zweier Personen, der kleinen Eva und dem General Matschek, dessen Truppen in Jever einmarschierten. Wir bringen einige Ausschnitte der Rede über die dunkelste Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa. Das ist Eva. Kleines Mädchen, das mit ihrem Bollerwagen über einen alten Markt in Jever fährt. Im Hintergrund sehen wir das Schild, das ihr gesamtes Leben beeinflussen wird. Eva ist 1933 in Jever geboren worden von einem deutschen Vater, einem christlichen Vater und einer deutschen Mutter, die aber jüdischen Glaubens ist. Sie ist nach den Rassegesetzen von 1935 ist sie ein Mischling ersten Grades. Sie möchte nur spielen auf diesen Bildern. Das, was die von den Jeferanern gewählten Machthaber mit ihr vorhaben, sieht ganz anders aus. Und es gibt der zweite Teil der Geschichte. Der Mann, dessen Leute das Leben der kleinen Eva gerettet haben, die die Stadt gerade noch rechtzeitig befreit haben, bevor sie in ein Vernichtungslager nach Polen deportiert werden konnte. Stanisław Matschek, geboren 1892 in der Gegend vom Lemberg, heute Lviv, zu seinen Lebzeiten Lwów, eine Stadt, die mehrfach den Besitzer gewechselt hat. General Matschek gilt als der große Stratege der polnischen Panzerarmee, der einzige General des Zweiten Weltkriegs auf allen Fronten, der niemals eine Schlacht verloren hat. Hier sehen wir ihn in seinem mobilen Befehlsstand. Für die Militaristen unter uns ein Cromwell-Panzer. Das offizielle Werbefoto. Und in den 50er Jahren konnte man ihn regelmäßig in diesem Schloss in Edinburgh sehen. Nicht, dass er da gewohnt hat. Er hat unten im Pub die Gläser gespült und Leuten die Getränke gebracht. Wie kommt das dazu, dass ein solcher General als Barkeeper in Edinburgh endet? Wieso greift eine polnische Einheit in britischen Beständen unter einem kanadischen Befehlshaber Jever an? Um das zu kapieren, müssen wir erstmal einen Blick auf die Karte werfen. Wir sehen hier Polen zu dem Zeitpunkt, als er geboren wurde. Wie Sie sehen nichts. Karte vor dem Ersten Weltkrieg, es gibt keinen polnischen Staat. Was es gibt, sind Gebiete, in denen Polen siedeln. Hier eine Karte aus dem Jahre 1666, das Großreich Polen-Litauen. Und wir achten hier unten mal auf diese kleine Ecke, Lemberg, wo er geboren wurde. Wie Sie sehen, mitten im polnischen Kronenland. Dann gibt es die berühmten drei polnischen Teilungen. Russland schneidet sich große Ecken ab, Preußen schlägt mächtig zu und Österreich nimmt Galizien um Lemberg. Nach der dritten polnischen Teilung 1795 ist Polen von der Landkarte verschwunden. Diesen Staat gibt es nicht mehr. Die besetzenden Länder versuchen, die einheimischen Leute in ihre eigenen zu ihrer eigenen Bevölkerung dazuzubringen. Das heißt, sie sollen dann entweder gute Österreicher, gute Preußen oder gute Russen werden. Sie haben es geschafft, über Jahrhunderte lang durchzuhalten und gute Polen zu bleiben. Hier sehen wir, nach dem Ersten Weltkrieg verliert Deutschland weite Teile im Osten. Russland gibt Teile ab und es entsteht ein neues Polen, und zwar in diesen weißen Grenzen hier. Wie Sie sehen, ist Lemberg schon wieder nicht in Polen, sondern in Russland. Matschek wird während des Ersten Weltkriegs in die österreichische Armee eingezogen. Er wollte bei den polnischen Einheiten mitkämpfen, wurde ihm nicht gestattet. Und er nimmt teil an den sogenannten Izonzo-Schlachten. Das ist das österreichische Verdun. Dort erlebt er, wie Leute wieder mal den falschen Krieg führen, ihre Männer einen Hügel hochstürmen lassen, das ist ein Maschinengewehrnest, der rottet die Leute aus. Ja, was macht man denn? Ja, man schickt die nächste Truppe hoch, man hat ja genug Nachschub. Wie wir wissen, wird der Erste Weltkrieg erst durch den Einsatz der französischen Renault-Panzer entschieden.
Und während das hier die Landkarte ist, die die Diplomaten gerne hätten, ist das der Teil, den die Polen gerne noch dazu hätten. Und dann passiert das Unglaubliche. Man greift an. Erst die Ukraine, die noch ganz kurz ein eigenständiger Staat ist. Das geht hier um diesen Bereich. Später, als die Sowjetunion in die Ukraine annektiert, beziehungsweise ja, in ihren Herrschaftsbereich bringt, gibt es einen Krieg gegen die Sowjetunion. Und dieser graue Bereich kommt da neu dazu. Das ist wichtig. Das müssen wir uns kurz merken für den Bereich, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg weitergeht. Maciek, wie gesagt, als der Erste Weltkrieg vorbei ist, desertiert von der österreichischen Front. Das ist nichts Schlimmes. Der Mann ist kein Radikalinski, sondern, meine Güte, die halbe Armee hat es desertiert. Er geht nach Hause Richtung Lemberg, um festzustellen, dass seine Heimat immer noch nicht wieder polnisch ist und meldet sich sofort freiwillig an die Front. Das sieht jetzt aus wie ein Gerät. Pannbacker weiter. Die dritte Kompanie der 2. Panzer-SS-Division Das Reich umzingelt am 10. Juni 1944 ein Dorf. Aus Racheakt für die Inhaftierung eines deutschen Generals durch französische Partisanen. Sie zwingen die Frauen und Kinder in die Kirche. Die Männer werden in den örtlichen Ställen eingesperrt. Dann wird die Kirche angezündet. Und es werden Handgranaten in die Kirche geworfen. Wer versucht, aus der Kirche zu fliehen, wird erschossen. Eine Frau überlebt, schwer verletzt von über 250 Frauen und Kindern. Die Männer werden einzeln in den Scheunen erschossen. 6 Überlebende. Von insgesamt 641 Toten, die an einem Tag von der SS absolut völkerrechtswidrig gemacht werden. Die juristische Aufarbeitung dieses Vergehens ist sehr umstritten. Es gibt einen Trost, und ich weiß nicht, ob das richtig ein Trost ist. Der Hauptverantwortliche tritt bereits am 1. August 1944 seinem Richter gegenüber. So, dieses Bild zeigt die Polen beim Einmarsch in den belgischen Tielt. Ich habe das Bild ausgesucht, weil dieser Turm mich doch sehr stark an einen anderen Turm erinnert. Und wenn man auf dieses Lochlein achtet, kann man sich ungefähr vorstellen, wie Jever ausgesehen hätte, hätten sie Widerstand geleistet. Wir haben ja alle noch das kleine Mädchen im Auge. Wie ist es ihr ergangen? Und Hartmut Peters war so freundlich, aus seinem Privatarchiv mir ihre Teillebensgeschichte, so hat sie es selber überschrieben, zukommen zu lassen, sodass, aus denen ich Ihnen gerne einige Auszüge vorlesen möchte. Ich möchte Ihnen ein bisschen alles vorlesen, weil es ist zum Teil sehr beeindruckend. Geboren 15.06.1933 in Jever. Meine Eltern kamen nach Jever, da sie aus Wilhelmshaven stammten. Meine frühe Kindheit war immer mit viel Aufregung verbunden. Wir mussten der zunehmenden Feindseligkeit den Juden gegenüber mehrfach umziehen. Erst Schützenstraße, dann Schillerstraße, dann Blaue Straße. Meine Erinnerungen an die Blaue Straße sind besonders schwer, da meine Mutter und ich dauernd den antisemitischen Belästigungen der Nachbarschaft ausgesetzt waren, welche bei mir auch manchmal in Prügel ausarteten. Ich weiß noch, als 4- oder 5-jähriges Mädchen so verängstigt gewesen zu sein, dass ich mich nicht einmal mehr allein auf die Straße wagte. Die Reichskristallnacht werde ich wohl kaum vergessen. Gegenüber von uns brannte die Synagoge lichterloh. Uniformierte SA-Horden tobten in den Straßen und in der Wohnung über uns warf man bündelweise Wäsche und Silber aus den Fenstern in einen Lastwagen. Gegen Morgen wurde auch meine Mutter verhaftet. Eine Nachbarin hat die Gestapo daran erinnert, dass sie noch eine Judenziege vergessen hatten. Sie wurde aber bald wieder freigelassen. Die jüdische Bevölkerung Jevers wurde verhaftet, nach Sachsenhausen gebracht. Die Jeveraner haben sofort was unternommen. Sie haben die Wohnung geplündert. Sie sind in die Wohnung eingebrochen und haben alles rausgeklaubt, was nicht nied- und nagelfest war. Und wir reden hier nicht von organisierter Gestapo-Arbeit. Wir reden von den guten Bürgern Jevers. 1940 wurde meine Mutter schlafend von der Polizei verhaftet, während mein Vater und ich bei Besuch meiner Schwester in Wilhelmshaven waren. Mutter war also im Gefängnis und man wusste nicht, wohin mit dem Kind. Es gibt einen Onkel von ihr, also der Bruder ihrer Mutter.
der eigentlich in Wilhelmshaven wohnt, aber in Wilhelmshaven, weil er Jude ist, keine Wohnung mehr kriegt. Er zieht nach Hamburg mit seinen beiden, mit seiner Frau, einer Tochter und den beiden Großvätern, über 80, der eine 80, der andere über 90 Jahre alt. Sie kann bei denen aber nicht unterkommen, weil die selber nicht genug zu essen hatten. So, nach 8,5 Monaten wurde meine Mutter plötzlich aus dem Gefängnis in Oldenburg entlassen. Auf Anraten der Sekretärin aber musste sie gleich wieder untertauchen, da man sie sonst wahrscheinlich wieder sofort verhaftet hätte. In den ersten Monaten der Haft wurde sie mehrfach körperlich misshandelt, weil man sie dazu zwingen wollte, einen vollständigen Verzicht auf meinen Vater und mich zu unterschreiben. Sie verschwand nach ihrer Entlassung fast gleich in einem einsamen Haus in der Lüneburger Heide. Eva wandert nach dem Krieg nach Israel aus, heiratet, heißt jetzt Eva Basnitzky, lebt in Tel Aviv. Er ist beerdigt auf dem Soldatenfriedhof in Breda, im Kreise seiner gefallenen Kameraden. Und jedes Jahr anlässlich des Jahrestages der Befreiung trifft sich dort die Vertreter der niederländischen Regierung mit den Vertretern des polnischen Konsulats und der Botschaft, um an seinem Grab der Befreiung zu gedenken. Es ist unverständlich, dass die Menschen in großen Teilen der heutigen Welt immer noch nicht begreifen, dass dieses Gemetzel keinem dient. Frieden wäre so einfach zu haben.